auch schon gemerkt. Und schon wieder ein paar von erledigt. Wäre wahrscheinlich zur Alltagsgeschichte so. So, jetzt müssen wir da hochklettern. Das war jetzt nicht so dramatisch, dass ich jetzt sagen müsste. Das ist jetzt schlimm. Das Einzige, was ein bisschen kritisch war, ist eigentlich der Drache. Aber... Jo, und du auch nicht von mich. Ach nee, ich wollte dich nicht. Du wedelst so mit einem Schwert rum, da kann ich dich einfach so umbringen. Bist du auch okay? Hallo? Ach, du wartest einfach unten, bis du wieder okay bist, weil du darfst nicht sterben, wenn du so ein Quest-Kacke bist. Ich hoffe, der kommt einfach mir nach. Ach, du bist schon hier. Na gut. Ach, wieder so ein Spielchen. Und was soll das bewirken, mein Junge? Hier kommen wir wahrscheinlich nicht. Ach, das so. Eisenerz, oder? Und hopp! Und boing! Ja, so wie der das macht, ist nicht so anstrengend. Klick und klack. Ja, das ist es. Das Symbol auf der linken Säule. Ach, das war jetzt nicht so schwer. Hallo. Ich bin Drachenblut. Ich kann hier drüber, weil ich ein sogenanntes Drachenblut bin. Irgendwie muss man das Ding ja ausschalten können.
Oh, ich auch. Ach, das sieht man. Tempel der Himmelszuflucht. Und kommt irgendwie auch. Woher wollt ihr pennen? Sagen wir mal. Was müssen wir jetzt machen? Ach, jetzt muss ich mir so ein. Ja, ein bisschen den Finger abschneiden. Nur ich? Mensch. Das ist ein bisschen kacke. Ach, das ist ja vom Trailer. Hier ist das ganze Ding. So wie es aussieht, noch hier hoch. Oh, hat's vollgebracht. Finde das Geheimnis von Alois Mauer heraus. Hier geht's noch weiter hoch. Ach, nach Himmelswand auch, nö. Hätte ich lieber nicht gedrückt. Oh mein. Oh, da kann man. Da könnte man nicht jeder rein. Jetzt von außen gesehen. Und wie löse ich denn das aus? Wieso haben die alle Fackeln und ich nicht? Hallo, geht das jetzt nicht ein bisschen schneller von dann? Ja, da fängt immer links an. Was ist wohl der Dämon? Hier wurde der. Ach. Hier wurde der Drache ermordet. Ach hier. Nur Geduld, meine Lieben. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alle
Apropos Schreie. Fünf Seelen haben wir aufgenommen. Also die Studelfine. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espen oder mir würden sie wohl kaum helfen. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhoffte. Talos schütze euch. So, mit dieser Mauer werde ich mich. Ich mache jetzt eine kleine Pause, werde vielleicht später wiederkommen. Ja, ciao. Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Ja, hallo, und mit diesen Worten werde ich mich auch wieder. Was wollte ich wieder? Ja, hören wir den einfach mal zu. Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm dann. Ach, wie lang hat denn der? Vielleicht hat sie an diesem Tempel so ein Wort oder etwas, das wir lernen können. Ist für mich nicht mehr so viel. Schild der Klingen. Klingenrüstung, Helm der Klingen. Schmeißen wir doch alles mal an. So, das ist mir alles zu teuer. Und jetzt brauchen wir noch eine Einhänderwaffe. Natürlich haben wir jetzt keins. Ach komm, schmeiße doch den einfach an.